Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Black Ops 4 Video. Es gibt endlich neue Infos zu Blackout und das wurde auch langsam mal Zeit, denn die Beta ist ja bekanntlich am 10.9. Zuerst mal die erste Info, die Beta wird vom 10.9. bis zum 17.9. gehen, also nicht wie einige vermutet hatten, irgendwie bis zum Release von Black Ops 4, sondern für die PS4 Spieler 7 Tage. Für die anderen Plattformen ändert sich noch ein bisschen, das liegt wieder an dieser PS4 Exklusivität. Okay, dann zuerst die größte Neuigkeit und zwar ist die Map jetzt geleakt. Ihr seht sie jetzt im Hintergrund, erinnert mich ziemlich stark an den Look aus PUBG und gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Track ist den Reveal der Map ziemlich cool angegangen. Sie haben nämlich Kartenteile der Blackout-Map an verschiedene bekannte COD-Spieler gegeben, wie zum Beispiel LEA, Prestige is Key oder auch Fun2. Und zusammen als Community wurde das Ganze dann zusammengebaut, also das wurde ganz witzig gelöst. Wenn man jetzt anfängt genauer hinzusehen, kann man auch schon einige Map-Teile erkennen, wie zum Beispiel Nuketown, was hier als Insel integriert wird. Dann sieht man hier Cargo Docks, was wahrscheinlich an Cargo aus Black Ops 2 angelehnt ist. Auch aus Black Ops 2 ist dann noch Turbine, also man kann hier wirklich einiges erkennen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze spielt, weil das macht schon mal einen ziemlich guten Eindruck. Weiter geht es dann mit ein paar einzelnen Infos, die von Game Informer rausgegeben wurden. Auch von Game Informer sind die ganzen Bilder, die ihr schon im Hintergrund seht. Zuerst mal haben sie ein paar interessante Zahlen veröffentlicht. Und zwar heißt es hier, es gibt 3 Balken für Gesundheit und Rüstung, sprich einer mehr als in Fortnite. Es gibt 8 verschiedene Munitionstypen, 12 equipbare Items, 17 konsumierbare Perks, 17 Waffenaufsätze, 24 Waffen und insgesamt 125 Items. Das hört sich schon mal ziemlich interessant an. Bin ich gespannt, was Track da für uns parat hat. Track meint einfach, dass das Ganze so am besten läuft, also das Ganze hat technische Hintergründe. Allerdings haben sie noch offen gelassen, dass sich das Ganze für den Launch noch ändern könnte. Also vielleicht zum Launch eine Spielerzahl von 100, vielleicht wenn das Ganze in der Beta gut läuft, mal gucken wie es wird. Des Weiteren hat man durchgehend ein Wingsuit ausgerüstet, einfach um mobiler zu sein, was Höhenunterschiede angeht, aber ab einer bestimmten Höhe öffnet sich aber automatisch ein Fallschirm wie in Fortnite. Das mit dem Wingsuit ist auf jeden Fall ziemlich cool, das hat glaube ich bis jetzt noch kein Battle Royale gehabt. Bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze spielt. Bis jetzt enthält Blackout 20 Charaktere, alle aus dem Black Ops Universum. Zu den Fahrzeugen wurde noch geleakt, dass es Quads wie in H1Z1 geben wird, ein Heli, der aber nicht schießen kann, sondern nur zur Transportation dient und natürlich Schlauchboote, um auch das Wasser zu überqueren. Okay, soviel zu den wichtigsten Infos, ich verlinke nochmal Game Informer, die haben da wirklich einiges geleakt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tage noch ein Trailer kommt, der die ganzen Infos nochmal zusammenfasst und quasi dann als Beta-Trailer verpackt wird. Vor der Beta werden wir aber noch Gameplay sehen, auch bestätigt von Game Informer. Also Leute, ich finde, wir haben mittlerweile ein ganz gutes Bild, wie Blackout aussehen wird. Was sagt ihr? Gefällt euch das Ganze oder seid ihr da auch skeptisch? Schreibt es gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, man sieht sich im nächsten Video. Haut rein. Ciao.